Geschichte aus dem Leben, Geschichte aus dem Leben, kennt ihr alle, kennt ihr alle. Finanzkrise, oh, Finanzkrise, ich kann es nicht mehr hören, die Finanzkrise ist angekommen, die Finanzkrise ist angekommen, die Finanzkrise ist schon lange angekommen, aber nicht so, wie die uns das immer sagen. Nee, die Finanzkrise, die wir alle kennen, die hat zwei Beine und einen Anzug an. Oh, Geschichte aus dem Leben, ich letztens im Supermarkt gestanden vom Kühlregal. Was nimmst du dann für einen Joghurt? Fetter, nicht Fetter, oben, ohne, links, rechts, ein Haufen Zeug. Und plötzlich habe ich ihn aus dem Augenwinkel, habe ich schon gesehen, wie er auf mich zugerannt ist. Der Finanzfranz mit dem Anzug, erkläre ich euch, früher war der ungepflegt, hat er einen Jogginganzug angehabt und Turnschuh, ein ungepflegter Kerl. Aber seitdem der Finanzfranz ist, hat er einen Anzug an, so schwarze Hose hat er immer an, Tennissocken, schwarze Schuhe, ja, dann so Hemd und ein Schlips und so ein PVC-Sacko, wenn du da eine Raufaserbeeren hängen willst, bumm, dann fängt das in Feuer, Brüllgegelt, Haar, ein Achtelkoffer. Und da kam der in einem Affenzahn auf mich zugerannt, kennt ihr alle? Ich denke, oh Gott, wo will denn der Kerl hin? Da ist doch schon Schluss. Und dann bremst er vor mir ab und dann geht's. Na, wie geht's? Ich, oh, du große Gott, der fragt mich doch sonst nicht, wie es mir geht. Och, sag ich so, mir geht's ganz gut, aber sag doch mal, Franz, Mensch, ich sag alle Finanzfranz zu dir. Was machst du dann beruflich genau? Kennt ihr alle? Kennt ihr alle? Du fragst ihn, was machst du beruflich genau? Und er geht so, schwer zu erklären. Ich, oh, sag doch mal, erklär doch mal, oh, ganz schwer zu erklären. Aber ich bin ja morgen zufällig bei dir in der Gegend. Was ihr am 15 Uhr oder um 18 Uhr gut? Ich dann um 18 Uhr zugesagt, es wurde nächste Tag, es klingelt, ich so lalala, lalala, die Tür aufgemacht, aber da stand mein Finanzfranz nicht mehr alleine vor der Tür. Nee, da hat er noch so einen Spezialspezialist noch mitgebracht, auch noch so einen mit dem Ansatz, so einen Professor. Da kommen die zu mir ins Wohnzimmer, da wird ein bisschen Atmosphäre geschaffen, wie schön das alte Auto da draußen ist und das Aquarium, wo kein Fisch drin ist und dann kriegst du eine Visitenkarte auf den Tisch gelegt und nochmal, 20 Visitenkarten von den beiden Vögeln, ja, weil du so weiterempfehlen willst, kennst du doch überhaupt nicht, weißt du denn mal, was sie machen? Und der Finanzfranz, der sagt ja nichts mehr. Nee, hat nur der andere Versicherungsprofessor gesprochen. Und plötzlich, passt auf die Frage, kennt ihr alle? Kennt ihr alle? Plötzlich geht's. Sagen Sie mal, können Sie mir mal Ihren Versicherungsordner reichen? Ich, oh, Versicherungsordner, wer hat dann so einen Scheiß, gell? Mit dem Schublade aufgemacht, den ganzen Krempatsch auf den Tisch gelegt, den das da hingeschoben, gell? Und der blättert und blättert und guckt und blättert und plötzlich auf einmal, kennt ihr alle? Funkstille! Der sagt nichts mehr. Der guckt nur böse. Oh, guckt der böse. Und ich so, oh, warum guckt denn der so böse? Und plötzlich kennt ihr alle. Macht er. Und guckt in die Unterlage an. Ich denke, oh, was ist denn da los? Herr Rühl. Ich, hallo? Hallo, Herr Spezialspezialist. Stimmt irgendwas nicht? Schlecht. Wer hat denn das Ihnen angedreht? Ich, oh, du große Mann. Was haben Sie denn da gemacht? Ich, oh, du große Mann, was ist denn los in der Unterlage? Sag doch mal, der hat mir Angst gemacht, der Kerl. Hat mich wenigstens fertig gemacht. Oh, es muss alles gekündigt werden, alles gekündigt. Ich mach dann schon mal die Kündigung fertig. Wir haben das viel billiger, viel besser, viel toller. Ja, und ich werde mir alles hingelegt. Ich muss alles neu schreiben, Leute. Die Finanzkrise, die kenne ich mir schon lang. Die braucht kein Mensch. So, und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann müsst ihr mich nur voten. Wir haben meine Fans und ich erzähle euch was aus dem Leben. Euer Finanzfranz. Macht's gut. Tschö.